Ich könnte jetzt so oft hier hinfahren, wie ich wollte. Ich könnte die Zeit nicht nochmal zurückdrehen, dann wäre ich ja mit meiner Tochter gar nicht hier hingefahren, wenn ich das gewusst hätte. Ich hätte sie ja nicht hier hingefahren, dann hätte ich sie zu Hause gelassen. Aber man hätte die Zeit gerne einfach wieder. Ich würde sie jetzt einfach gerne einpacken und ich würde sie heimschicken und wir hätten unser Leben wieder zurück. Aber ich weiß vom Verstand her, dass das einfach nicht machbar ist. Sie wird jetzt nicht einfach um die Ecke kommen und wieder sagen, ach, hallo, da bin ich. Zu Hause im dörflichen Vorort von Trier erinnert sich Tanjas Vater an jedes Detail dieses Abends. Karl-Hans Gräf saß auf seiner Terrasse. Kam dann um die Ecke rum und hat sich dann vorgestellt, wie sie aussieht. Halt. Und da hat sie ein braunes T-Shirt und Jeanshose und weiße Turnschuhe und mit ihren Ohrringelchen und mit ihrer Tasche. Und dann habe ich gesagt, fein, so kannst du laufen. Und habe dann auch schönen Abend gewünscht und dann noch Küsse geben und dann ist es dann schon abgedüst. Und dann rein in das Auto und meine Frau hat sie dann halt zur Uni gefahren. Das war so das Letzte, was ich hier von ihr gesehen habe. Ne? Ja. Tanja Gräf studierte im vierten Semester fürs Lehramt und wohnte noch bei ihren Eltern. Natürlich, wenn man dann bedenkt, das ist das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe, dann ist natürlich schmerzlich. Das ist natürlich dann böse Schmerz ist das. Ne? Weil man denkt dann immer, man hätte noch so viel müssen sagen. Pass da auf, mach das nicht. Trink nicht aus einem Glas, was offen ist, weil da könnte was drin sein. Trink aus einer Flasche, die noch zu ist. Und so Gedanken kommen einem ja immer im Nachhinein. Was man hätte noch können, alles sagen oder halt sagen müssen. Und um sie zu schützen. Ne? Weil ich habe auch nachher noch gedacht, man hätte selbst müssen da oben hinfahren. Aber das war ja, das wollten sie auch nicht, die Jugendlichen. Ne? Und aber im Nachhinein, das sind alles so Sachen, die man im Nachhinein dann so überlegt, wenn man dann hier sitzt, morgens oder mittags, und denkt dann, was hätte man noch müssen machen, aber das ist alles zwecklos im Prinzip. Von Tanja Gräf aus Trier gibt es nicht die winzigste Spur. Keine Hinweise von Zeugen, kein Stück von dem, was sie bei sich hatte, wurde gefunden. Es ist, als hätte sie sich einfach aufgelöst. Wie halten die Eltern das aus? Ihre Tochter geht an einem Abend gegen 20 Uhr zu einem Sommerfest. Danach gibt es kein Lebenszeichen, aber auch keine Todesnachricht. Tanjas Eltern bleibt nur ihr Zimmer. Das so aussieht, als sei die einzige Tochter erst vor ein paar Minuten gegangen. Das sind dann schon ein bisschen schwierige Gänge, wenn man das so alles sieht, wenn man genau weiß, was gemacht worden ist hier im Zimmer. Sie hat ja noch da so ein Gemälde dahinter, was sie sich selbst an der Wand gemalt hat. Und da musste ich dann, naja, hat dann nicht mehr gefallen. Dann muss dann der Vorhang davor, ne? Es hat ihr nicht mehr gefallen. Sie wollte es verdeckt haben. Ja. Nee, sie wollte was Neues dahin machen, aber sie kam ja nicht mehr dazu. Sie hat sich dann aber die Idee gehabt, sie hatte da an diese Tapete, hat sie den Spider-Man gemacht. Das war eben halt mit 14, da war noch Spider-Man. Dann konnte sie dann hier stundenlang sich beschäftigen, Latten aufziehen, dass dann, ich brauche ein Betttuch und so weiter. Und dann, Papa, ich brauche dich noch, kannst du mal da festhalten. Dann haben die zwei dann zusammen das dann dahin gemacht und das wollte sie dann immer anders irgendwo noch gestalten. Ja, ist leider nicht mehr dazu gekommen. Ja. Ja, wenn ich dann auch so die kleinen Sachen da so sehe, ich weiß jetzt nicht, ob sie schon wieder ein bisschen ausrangiert hätte aus dem Zimmer, aber sie hat sich noch immer noch so viel, ein gutes Stück Kindheit bewahrt. So freitags hat sie mich immer so von der Arbeit abgeholt und dann sind wir in die Stadt gegangen und dann sind wir shoppen gegangen. Aha. Und natürlich auch essen und das war immer schön.
Wenn man dann abends nach Hause kam, mein Mann hatte wieder noch dann berufstätig. Wurde vorgeführt, was sie da gekauft haben. Aha. Ja, da musste ich immer, dann haben sie immer gefragt, was denkst du, was das gekostet hat? Da habe ich natürlich dann immer hochgegriffen. Ne? Da haben sie sich gefreut, wenn sie sagen, ah, der Hälfte. Und ja. So sie war immer stolz, wenn sie sagen konnte, das sieht aus wie 50 Euro und hat aber nur 20 gekostet. Ja. Das war, wenn sie so Schnäppchen machen konnte, da war sie, das hat ihr immer, Spaß gemacht. Mhm. Ja. Hier. Videoaufnahmen aus der Kirchengemeinde. Die neunjährige Tanja bei ihrer Erstkommunion. Das sind die einzigen bewegten Bilder, die Gräfs von ihrer fröhlich ausgelassenen Tochter besitzen. Tanja war eine gute Schülerin, machte später mit Bravour das Abitur. Sie engagierte sich in einem Jugendclub. Eine junge Frau mit hoffnungsvoller Zukunft. Das Verhältnis zu den Eltern konnte besser nicht sein. Ja, hier, das ist irgendwo, da guck mal, da ist, war sie noch jünger. Das ist aus der Schulzeit. Ich kenne den Pullover noch und die Plus. Hier auch. Das Lena. Mhm. Da habe ich sie jedes Samstag dann da hochgefahren und habe da gewartet, bis sie ihr Training durch hatte. Und dann sind wir nun heimgefahren. Und sie wollte ja immer gewinnen, war ja ehrgeizig. Und man war sie immer mit sich so ein bisschen unzufrieden. Ich gewinne ja nicht und ich will aber auch. Dann hat man ihr vorgestanden, sie könnte auch noch außerdem Samstag öfters mal trainieren. Ja, aber sie wollte eigentlich nur für den Spaß das machen. Ne? War natürlich immer sehr froh, wenn sie gewonnen hatte. Das war immer so schön. Ja, gell? Ja. Sie hat es noch einmal gemacht in dem Jahr. Hier, das war das letzte Jahr, 2007. Hat sie dann lieb. Also sie ist ja, mittwochs ist sie ja verschwunden und das war ein Turnier am Sonntag. Das war Sonntag. Da hat sie ein Turnier gehabt und mittwochs ist das passiert. Diese Bilder sind die letzten Dokumente aus Tanja Gräfs Leben. Und das war alles an dem Tag. Danach nichts. Tanjas Verschwinden ist unerklärlich. Beim Sommerfest der Fachhochschule stehen auf diesem Parkgelände Bühnen, Bierwagen, Grillstände. Über 10.000 Besucher sollen da sein. Tanja ist mit den Freunden von der Uni dabei. Sie streifen herum. Im Gewühl verliert man sich, trifft sich wieder, verliert sich erneut aus den Augen. Um 4 Uhr früh wird Tanja zum letzten Mal mit Sicherheit von einem Zeugen gesehen. Zu dieser Zeit sind noch immer rund 5.000 Menschen in Feierlaune unterwegs. Ein ehemaliger Schulkamerad und dessen Freundin sprechen ein paar Sätze mit Tanja. Was sie danach macht, wohin sie geht, mit wem sie unterwegs ist, das kann niemand sagen. Zu Hause kommt sie jedenfalls nicht an. Nicht in dieser Nacht, nicht am darauffolgenden Feiertag. Erst nach mehr als 24 Stunden riskiert die Mutter einen Anruf bei dem Freund, mit dem Tanja verabredet war. Die Mutter will nicht aufdringlich sein. Tanja ist 21. Und dann hat er nur gesagt, wie, ist sie nicht zu Hause? Da habe ich gesagt, nein, ich habe gemeint, die wäre bei dir. Oder ich hatte sie einfach noch bei dir geweckt irgendwo als Sicherheit noch für mich. Nee, hatte gesagt, wir haben uns aus den Augen verloren auf dem Fest. Es war da teilweise, zeitweise kein Handyempfang da. Wir sind dann in die Stadt runtergefahren. Ja, und dann sind wir nach Hause gefahren. Ja, habe ich gesagt, dann war ja die Tanja allein da oben. Ja, ich weiß nichts. Da habe ich zu meinem Mann, sofort gesagt, habe ich gesagt, da ist was passiert und Tanja kommt nicht mehr heim. Schnell beginnen Freunde mit privaten Suchaktionen. Gräfs geben eine Suchanzeige bei der Polizei auf. Die Ahnung, dass ein Gewaltverbrechen passiert sein könnte, macht sich breit. Man ist wie gelähmt. Gut, dann kommt ja die Polizei schon auf einen zu und legt einem da, was passiert oder was, wo sie eventuell, ob sie jetzt Krankenhäuser anrufen oder dazu suchen im Wald oder mit Suchhunden und so weiter.
Und dann hat man ja dann doch noch Hoffnungen, dass sie halt irgendwo gefunden wird, egal unter welchen Umständen sie irgendwo liegt. Die Polizei geht nach ihren Ermittlungen davon aus, dass Tanja nicht selbstmordgefährdet war. An den Felsen unterhalb der Fachhochschule könnte ein Unfall passiert sein. Oder wurde sie entführt? Die Polizei in Trier setzt sofort eine Sonderkommission ein. Also wir haben hier die Wege um die Fachhochschule, das gesamte eigentliche Gelände der Fachhochschule, das angrenzende Waldgebiet, alles durchkämmt, durchsucht, mehrfach. Wir hatten sogar Mentrailerhunde im Einsatz. Wir haben versucht, Zeugen zu finden, die sich auch in großer Zahl bei uns gemeldet haben. Die Suchmaßnahmen hier waren schon sehr, sehr enorm. Auch hatten wir den Hubschrauber im Einsatz, der das Gebiet überflogen hat, auch später, als es weniger belaubt war. Der hat die Felswände abgesucht, die sich hier am Moselufer befinden, und hatten unter anderem auch bei der Suche in der Mosel den Rheinsonar, den sogenannten, im Einsatz, der das Flussbett bis zur Staustufe Detzem sonografiert hat, ohne dass wir aber etwas finden konnten. Aus freien Stücken aus dem wohlgeordneten Leben zu verschwinden, würde nicht zu Tanja passen. Doch wie könnte ein Verbrechen passiert sein, ohne Aufsehen, ohne Zeugen, ohne Spuren? Ohne Anhaltspunkte ist die Polizei auch in einem zweiten Fall. In dieser Zechensiedlung in Castrop-Rauxel sind die sozialen Verhältnisse allerdings ein wenig anders als in Trier. Hier ist eine 13-Jährige verschwunden. Seit 4 Wochen gibt es kein Lebenszeichen von Bernhard Middekes Tochter Martina. Der Vater versucht, sich mit alltäglichen Beschäftigungen abzulenken. Aufgrund einer Rückenerkrankung ist er schon seit Jahren arbeitslos. Er kümmert sich um Garten und Haushalt. Ja, alles noch teilweise noch Anziehsachen von der Martina, die immer noch mitgewaschen werden, immer noch irgendwo gefunden werden und gewaschen werden und auch wieder fertig gemacht werden, damit, wenn sie kommt, damit sie auch immer mehr was hat. Man weiß ja nicht, hat sie was oder hat sie nichts oder irgendwas, wo ist sie, wie sieht es aus, aber das weiß man ja nicht. Somfit Middeke ist die Mutter der vermissten Martina. Sie stammt aus Thailand. Vor 15 Jahren haben Middekes geheiratet. Somfit Middeke kann ihre Sorgen nur schwer formulieren. Sie meint, Martina sei vor allem in Gefahr, weil sie nicht aussehe wie 13. Das Mädchen trifft sich vor allem mit älteren Jugendlichen. Ist da was aus dem Ruder gelaufen? Seit Monaten gab es Spannungen zwischen Martina und ihren Eltern. Normalerweise, Martina ist ein liebes Mädchen. Sie ist voll selbstständig, ne? Aber plötzlich ist sie einfach... Wo ich nicht verstehe, warum, deswegen sie so. Ich habe sie nie in irgendeiner Art und Weise blockiert. Sie hat auch mal eine Party hier gemacht in der Hütte, in der sie mit den ganzen Mädchen am Wochenende geschlafen. Also das ist alles. Also